Im Kloster Bronnbach fand eine ganz besondere Bierprobe statt mit den drei regionalen Brauereien Distelhäuser, Herbsthäuser und der Landwehrbräu aus Reichelshofen. Denn 2016 ist ein besonderes Jahr für die deutschen Bierbrauer. Seit genau 500 Jahren gibt es nämlich das deutsche Reinheitsgebot. Ja gut, seit 1516 gibt es das Reinheitsgebot. Die deutschen Brauer haben sich immer dran gehalten. Und ich sage jetzt mal so, im Großen und Ganzen halten sich im Ausland die Brauer auch dran. Die haben halt zum Teil andere Getreidesorten. Das ist ganz klar, in Asien lebt vom Reis, dass da ein gewisser Reisanteil oder in Amerika ein gewisser Maisanteil drin ist. Das kann man den Leuten nicht verbieten, aber im Prinzip halten sie sich auch an diese Vorschrift. Und das bedeutet, Bier darf nur aus vier Zutaten bestehen: Hopfen, Gerstenmalz, Hefe und Wasser. So steht es seit 500 Jahren festgeschrieben, wobei Hefe anfänglich als Gärstoff noch unbekannt war, aber trotzdem Anwendung fand. Die Bedeutung des Bieres hat sich in den letzten Jahrhunderten allerdings sehr verändert. Ja, richtig. Also in Bayern muss man erstmal erwähnen, und dadurch, dass wir ja von Franken kommen, gilt es ja nach wie vor als Grundnahrungsmittel. Das muss man erstmal so erwähnen. Natürlich war früher Bier, hat eine andere Handhabe gehabt. Es war eben dazu für die Ernährung. Heutzutage ist es eher so, dass es eher als Genussmittel genossen wird. Und das ist eigentlich auch der Unterschied zu früher. Bier war in der früheren Zeiten ein Grundnahrungsmittel, weil das Bier ein abgekochtes Getränk war und ein sicheres Getränk für die Bevölkerung. Die früheren Traditionen spielen für die heutige Bierproduktion aber immer noch eine große, meist sogar die entscheidende Rolle. Ja, es ist natürlich schon so, dass sehr viel überlieferte Handwerkskunst in dem Bier steckt. Das wird auch von Braumeister zu Braumeister wiedergegeben. Natürlich ist es auch so, dass ein großer Unterschied bei den Rohstoffen ist, wenn man denkt, dass 50% des deutschen Braugästenbedarfs nicht mehr aus unserer Heimat kommen, sondern vom Ausland. Das sind natürlich schon große Unterschiede. Und dann ist es nach wie vor ja so, dass einfach gewisse Handwerkskunst des Braumeisters dazugehört, um wirklich dann ein gescheites Bier zu kreieren. Es ist wesentlich schwerer, ein gutes und bekömmliches Bier zu machen, als wie ein Wein. Wenn Sie früher den Wein gepresst haben oder die Maische hergestellt, und dann hat es eigentlich spontan zu gären begonnen und es war eigentlich nicht so schwierig. Beim Bier ist es so, Sie müssen das Substrat, das Sie vergären wollen, zuerst herstellen, eben aus dem Malz, dem Wasser, dem Hopfen. Und dann dieses Substrat muss nach Ihren Vorstellungen gemacht werden und dann muss es auch noch vergären. Das heißt, es ist wesentlich schwerer, wesentlich aufwendiger, ein vernünftiges Bier zu machen, als ein anderes alkoholisches Getränk, sage ich jetzt mal. Die Methoden der Herstellung haben sich natürlich grundlegend verändert. Bier gibt es schon seit Tausenden von Jahren, damals natürlich noch ohne Strom und andere Hilfsmittel. Erst in den vergangenen 100 Jahren kamen wichtige Erfindungen dazu, die auch die Herstellung von Bier entscheidend verändert haben. Und durch diese technische Revolution sind natürlich auch die Größenordnungen der Brauereien anders geworden. Im 19. Jahrhundert hat man noch 20.000 Brauereien notwendig, aber durch die Erfindung der Eismaschine sind ganz andere Größenordnungen der Brauereien heute gegeben, sodass wir in Deutschland heute noch 1.200 Brauereien haben, davon allein 700, nahezu 700 in Bayern. Die bundesweit gesehen eher kleinen Brauereien in der Region stellen in den vergangenen Jahren allerdings auch immer mehr fest, dass der Verbraucher durchaus Wert legt auf eine regionale Herstellung. Und eines dürfte sicher sein: Das Reinheitsgebot wird aller Voraussicht nach noch einige weitere 100 Jahre Bestand haben. Und die Deutschen werden auf ihr Bier sowieso nicht verzichten. Nach Tschechien sind wir nämlich Vize-Europameister, was den jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch angeht.